Moin, ich bin Hassan. Ich komme aus Syrien. Ich lebe seit 6 Jahren in Deutschland, in dem wunderschönen Hamburg. Zu dem Start Anfang des Jahres in Hamburg-Altona hatte ich mir die Sorgen gemacht, okay, wie ist es jetzt in einer neuen Stadt anzukommen? Wie ist es dann mit Freunden finden? Wie ist es dann mit Freundschaften knüpfen? Und dann ging das relativ schnell auf der Arbeit, dass man mit Kollegen dann was unternommen hat. Was aber das Endergebnis ist immer gleich, und zwar schmeckt immer. Ja. Super. Der Auge ist mit. Der Schlüssel ist die Sprache. So, da gehen alle Türen auf. Und da habe ich mich ehrlich gesagt dann auf die Sprache konzentriert. Habe gesagt, okay, ich fange damit an. Wortfindungsstörung. Und dann sage ich, mein Lieber, wenn du das Wort Wortfindungsstörung schon gelernt hast, dann hast du keine Wortfindungsstörung mehr. Das kann doch zusammen nicht passen, das geht doch nicht. Mittlerweile, glaube ich, verbesserst du mehr, als du verbesserst wirst, ehrlich gesagt. Warte, mit deinetwegen, meinetwegen, wegen dir. Ja, es gibt ja echt so ein paar Sachen, die sich dann so einschleichen und dann so Slang sind und dann. Ja, wegen dir und dann kommst du und sagst, deinetwegen. Wegen des Autos, nicht wegen dem Auto. Ja, Spargel. Ich liebe Spargel. Dieses Erlebnis so auf eine Art, ne? Dass man dann weiß, okay, es ist Spargeltime quasi, ne? Und jetzt gehe ich Spargel kaufen und dann gehe ich nach Hause, mache das fertig, mache das so und dann lädt man dann Leute ein und so weiter. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich lecker. Für mich ist halt Deutschland eine zweite Heimat so. Und dann, als ich dann meine Frau dann kennengelernt habe, dann war es halt so nochmal sozusagen eine andere Nummer. Ich habe jetzt gearbeitet, ich habe jetzt Feierabend, ich fahre jetzt wirklich sehr gerne nach Hause so. Und das ist natürlich auch ein Zuhause auf eine Art. Ist ja auch an sich, auf jeden Fall. Das ist mir ein Vergnügen. Dankeschön, auch für die Verbesserung. So, dann bitte schön, bedient euch. Ja. Fühlt euch bitte zu Hause. War richtig lecker.